Ja, vielen Dank. Hey, herzlich willkommen. Was haben wir heute für Datum? Immer noch übrigens den 22. März 2023. Was haben wir heute für einen Tag? Ach, immer noch Mittwoch. Und die Uhrzeit, wie ist die? Ach, mittlerweile 22.22 Uhr. Herzlich willkommen zur Spätabendspielkreis. Hallo. Danke. Ich möchte vorweg mich einmal ganz kurz über welche Firma beschweren. Ach, über die Deutsche Telekom. Genau. Ich möchte mich einmal ganz kurz über die Deutsche Telekom beschweren. Passt sich nämlich relativ gut, dass die Deutsche Telekom Partner des FC Bayern München ist. Kann ja auch sein, dass es in der Stadt München gutes Netz gibt von diesem Internetanbieter. Vom wahrscheinlich größten Internetanbieter aus Deutschland, von der Telekom. Mag sein, dass es in München alles gut läuft. Bei uns hier in Nordrhein-Westfalen ist das eher weniger der Fall. Dankeschön an die Deutsche Telekom. Bis dato haben wir es heute noch nicht geschafft, ein halbwegs gescheites Netz auf die Beine zu stellen. Deswegen sitze ich jetzt hier, also weiterhin mit Problemen hier und wahrscheinlich auch mit zwischenzeitlichen Abbrüchen und Ausfällen und so weiter. Alles, was dazugehört zu Internetanbrüchen. Das ist das, was ich gerne sagen würde, wie eigentlich es auch sonst immer ist, wenn ich über die Deutsche Telekom rede. Die üblichen Probleme, ne? Also ist nichts Neues. Alles gleich. Die Telekom macht Quatsch. Punkt aus, Ende, fertig. So. Das Thema heißt, es geht aufwärts. Ich meine damit mich selber. Und damit meine ich nicht, dass ich heute irgendeinen Marathon einen Berg raufgelaufen bin oder was weiß ich nicht was gemacht habe. Nein, tatsächlich habe ich am Montag irgendwann mal festgestellt, oh, mir geht es jetzt gesundheitlich von der Nase her gar nicht mal so gut. Dann habe ich gestern Dienstag festgestellt, ist es immer noch nicht so gut. Es ging noch mal etwas schlechter. Heute ist es tatsächlich in Ordnung. Es geht aufwärts. Das ist ja auch das, was ich so beschrieben habe. Es geht aufwärts natürlich nur durch die deutsche Pharmaindustrie, weil die deutsche Medikamentenherstellung einfach so gut funktioniert. Medikamente eingenommen, zack, ist es direkt eine Besserung da. Die Nase läuft nicht mehr wie ein Wasserhahn und es ist. Eigentlich hilft das manchmal, solche Medikamente einzunehmen. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, Sachen einzunehmen, weil das irgendwo natürlich sowas chemisch hergestellt ist, was den Körper vielleicht teilweise auch schaden könnte, wenn man es vor allen Dingen in einer zu hohen Dosis nimmt. Was aber, wenn man eigentlich nie was einnimmt, gar nicht der Fall sein kann, dass man es zu hoch dosiert oder zu oft nimmt. Allerdings, ich bin halt nie ein Freund davon, weil ich auch wenig oft gemerkt habe, wenn ich irgendwelche Medikamente genommen habe. Ist meist irgendwas vom Kopf her, dass es dann hilft. Aber diesmal hat es wirklich Antibiotika genommen. Es hat was gebracht. Es wurde von gestern zu heute zumindest schon mal etwas besser. Und dementsprechend auch geht es aufwärts. Danke dafür, deutsche Pharmaindustrie. Mich freut sehr. Das zu dem Thema, wie es um meine persönliche Gesundheit steht. Ich habe aber auch heute eine, leider Gottes. Ja, das ist schon irgendwie bisschen ärgerlich jetzt nicht, aber es ist eine Sache gewesen, wo ich mir gedacht habe, ah, schade, dass das jetzt so eingetreten ist, aber irgendwann ist es halt der Fall dann mal, wenn man so alt ist, wie er es halt ist. Was rede ich hier eigentlich? Ich rede von dem deutschen Weltmeister Mesut Özil. Der hat heute leider Gottes sein Karriereende vollzogen, beziehungsweise mit sofortiger Wirkung seine Karriere beendet, war ja in den letzten Jahren nur noch in der Türkei unterwegs und hat da ein bisschen gekickt. Als er damals bei Arsenal, bei Real Madrid war, das waren seine glorreichen Zeiten, 2014 bei der Weltmeisterschaft. Ich fand, dass Mesut Özil immer ein cooler Spieler war. Der hat viel mehr eigentlich für das Spiel getan, als man vielleicht gesehen hat. War ein großer Freund von Mesut Özil, auch wenn es, glaube ich, in Deutschland ganz, ganz, ganz viele Kritiker gab. Vor allem nach der WM 2018, wo Mesut Özil ja mit die tragende Figur war, warum, also mit die tragende Figur war, warum Deutschland rausgeflogen ist. So. Trotzdem fand ich Mesut Özil immer, das ist nie der Scorer gewesen, das ist nie wirklich ein Goalgetter gewesen. Das ist ja logisch, als Zehner bist du kein Goalgetter, aber er hat den Pass vor dem Assist gespielt und das ist so genial an Toni Kroos gewesen, wollte ich gerade sagen, an Mesut Özil. Aber man kann nicht vergleichen mit Toni Kroos, denn das ist ein ähnlicher Spieler, der für das Spiel von Real Madrid sehr wichtig ist, aber nie ganz so auffällig ist. So war es Mesut Özil auch und ich finde es schade, dass er heute seine Karriere beendet hat. Freuen tue ich mich aber trotzdem auf die, auf seine, weiß ich nicht, End of an Era Card in FIFA 23. Die würde ich dann mitnehmen, in dem Fall. Mesut Özil, schade, dass er geht.
War ein cooler Spieler. Ich fand, es war ein cooler Spieler. Das ist eine leicht traurige Nachricht, die ich heute gesehen habe. Ansonsten gibt es in der Fußball... Wir haben ja Länderspielpause, es gibt da nichts Neues. Außer, dass der DFB jetzt endlich eine neue Kapitänsbinde hat. Seit langem mal wieder. Oh, mich freut es. Endlich eine neue Kapitänsbinde und nicht mehr diese One Love Binde. Das waren ja auch Diskussionen. Das war ja aber auch ein Streit zur WM in Katar. Welche Kapitänsbinde wird Manuel Neuer tragen? Und das war bestimmt auch der Grund, warum die DFB-Elf ausgeschieden ist. Weil man sich halt uneinig war, soll man jetzt die One-Love-Binde tragen oder nicht? Fliegt man dann raus aus dem Turnier? Also ich denke mal so im Nachhinein, da wurde ja drüber geredet, dass wenn man zum Beispiel so eine Binde trägt, das wollte ja Katar verbieten, beziehungsweise die FIFA, da wurde mit Punktabzügen gedroht. Wäre jetzt im Nachhinein für die DFB-Elf gar nicht so schlimm gewesen, denn sie haben eh keine Punkte geholt, dann kann man auch keine abziehen. Haha. Ist das witzig. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming, wir sehen uns drüben gleich wieder mit, was? Ligaspielen und SBCs. Los geht's. Hallo. Dankeschön, willkommen zurück. Hallo, kann man mich denn mittlerweile auch verstehen? Ist das in Ordnung auch vom Ton her oder ist irgendwie, weiß ich nicht, nochmal eine Maus mit den Ton reingekrochen oder hat eine Ratte das Kabel durchgeklemmt? Kann man mich mittlerweile verstehen? Das wäre schön. Aber wenn das Internet weg ist, kann man mich ja wahrscheinlich auch nicht verstehen. Aber das sieht aktuell noch relativ in Ordnung aus. Das ist schön. Schiebe, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hi. So. Jetzt sitze ich hier. Und jetzt habe ich eigentlich gestern Siege geholt in der... Ja, ich habe mich privat noch... Ich habe mich privat... Wann war es denn? Na, irgendwann, wo ich Zeit hatte, habe ich mich privat hingesetzt. Und habe noch das eine oder andere Spiel, weil ich ja, wie man hört... noch etwas nasal eingeschränkt bin. Deswegen habe ich etwas mehr Zeit aktuell in meinem Tagesablauf. Und ich habe mich privat mal wieder hingesetzt und habe Liga gespielt. Das mache ich eigentlich überhaupt nicht oft. Ja, wenn ich jetzt Zeit hatte, habe ich es einfach mal gemacht. Und ich glaube, ich habe schon alle 8 Siege geholt. Wenn das jetzt nicht der Fall sein sollte, dann müsste ich mich korrigieren und sagen, dann hole ich halt eben diesen einen Sieg noch. Aber ich glaube, es sieht ja relativ gut aus. Wir könnten fast schon Qualifikation spielen. Die Quali für die Wigan League. Jetzt kommt erstmal, wie heißt sie denn? Raye und Shake. Was auch immer das für Leute sind, keine Ahnung. Aber das Lied kommt oft im Radio, deswegen könnte man das kennen mit Escapism. Ich sehe auch kein Ja. Und ich find's noch mal ein bisschen bitterer, dass ich da kein Yaya Touré sehe. Ist richtig. Ich sehe ihn auch nicht. Und ich weiß nach wie vor nicht, warum. Ah, warte doch. Es gibt eine Erklärung dafür. Pass auf. Ich habe in letzter Zeit... Also die zwei, die ich im Kopf habe, die zwei Hero Picks, sind folgende. Ja, man sieht ihn schon. Jürgen Kohler haben wir einmal ganz wunderbar gezogen aus dem Hero Pick. Das war der erste. Der zweite war dann Joe Cole. Davor war, glaube ich, immer mal nochmal ein Mascherano dabei. Und hier ist Mesut Özil. Oh, 5-5. Ja. Wenn man Jürgen Kohler und Joe Cole zieht, wird's halt eng mit Yaya Touré. I don't wanna feel
How I did last night. I don't wanna feel how I did last night. The doctor, anything please. Doctor. Have mercy on me. Take this pain away. Yes, give me my symptoms, doctor. I don't wanna feel. Ja, das ist tatsächlich nicht so nice. Kann ich absolut unterstreichen, die Aussage. Ist es auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich diese so wenig Glück habe. Oder auch viel Pech habe, weiß ich nicht. Jemand, dem, wie man es drehen will. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Glück in den Sets. Lass mal so stehen, ja? Ich habe nicht so viel Glück mit den Sets. Richtig. Scheiße. Ist auch scheiße. Dafür haben wir noch ein Set. Mehrere Sets sogar. Oh. Marco Reus, herzlich willkommen. Bleibt er beim BVB, unser Marco? Bleibt da der Bundesliga erhalten, ne? Oder zieht es ihn vielleicht nach Saudi-Arabien oder wo man auch sonst noch so Fußball spielen kann? Weiß ich ja nicht. Ich glaube, er bleibt noch ein Jahr bei Dortmund. Wow, geil. Hey, richtig schön blau. Das sieht so aus, als hätte man einen ganz tollen Team of the Year gezogen. So blau, wie das hier alles ist, aber leider nicht ganz. Leider kein Team of the Year. Von der Farbe her jetzt gepasst. Okay. Zum neuen Team of the Week hätte ich eigentlich gestern Abend schon ziehen sollen. Ne? Das Set habe ich bekommen, wo das alte Team of the Week noch aktuell war. Mit Eder Militao. Heute macht es eigentlich wenig Sinn, das Set zu öffnen. Vielleicht ziehen wir ein bisschen was an SBC-Futter. Wir gucken mal rein. Ja, in Form, genau. I don't wanna feel. Almeida. Doktor. Oh, zwei Informen sogar. Wow. Hat er ein neues Foto, der Anthony? Ne? Cool. Top. Ein Sieg noch. Oh, dann wären wir in Liga 3. Wir spielen aber erst ein Quali-Game. Wir haben die 8 Siege. Dankeschön an Reihe und Shape mit Shake. Heißt da. Sorry. Escapism. Okay, ich würde gerne erst ein Quali-Spiel spielen. Heute ist Mittwoch, oder? Ey, wir können mal wieder vielleicht alle 10 Quali-Games ausspielen und nicht immer nur bis zu den 4 Siegen hoch. Das wäre ja auch mal wieder was Neues. Und dann würde ich gerne heute auch noch aufsteigen in Liga 3. Eieieiei. Wenn es tolle SBCs geben würde, hätte ich auch da eine gerne von machen können. Problem ist nur, dass es keine tolle SBC gibt am heutigen Mittwochabend. Dementsprechend kann ich auch keine machen. Logisch, oder? Reus hat in einem Interview gesagt, dass er seine Karriere gerne beim BVB beenden würde. Würde ich ihm auch zutrauen, beziehungsweise würde ich ihm auch raten. Also, das passt irgendwie zu ihm. Der ist ja so lange schon beim BVB. Früher, ganz früher mal bei Dortmund. Gladbach gespielt, bei der anderen Borussia. Aber der ist so lange schon beim BVB, ist eines der großen Gesichter auch von Dortmund. Dementsprechend, ich würde ihm das auch raten, da zu bleiben. Natürlich würde ich auch, wenn ich Sebastian Kehl heißen würde, mit ihm verlängern und ihm neuen Vertrag bieten. Ist auch logisch, ne? Hallo Valera, erste Chance. Nach 2 Minuten ist es schon wieder ganz kleines Kino. Wenn Hallo Valera nach 2 Minuten schon wieder so frei da durchlaufen kann. So, Mbappé, Abfahrt mit dir. Lauf da vorne rein, Pass von Neymar, wo soll denn der hinkommen?
Ey, Jungs. Habt ihr wieder. Ronaldo. Da ist wieder Mbappé. Probiert mit dem Lupfer. Keine Gefahr für Donnarumma. Gab es denn heute den Ederson? Ja, den würde ich gerne erspielen werden. Wenn es den heute gab. Das weiß man ja nicht. Den hätte ich gerne den Ederson. Ah ne, den wird es dann erst als SBC geben, ne? Ha. Was muss man eigentlich machen? Irgendwie 2 Elfmeter mit Ederson halten oder so? Wahrscheinlich, ne? Ist auch eine unmögliche Aufgabe. Mbappé. Gab Madueke. Oder Marduke, wie er wahrscheinlich auf Englisch heißt. Na, das ist nicht so mein Spieler. Den mag ich nicht so. Natürlich jetzt hier echt R9 plus Mbappé plus einen King Kenny Dolgisch als Gegenspieler, als Stürmer in der Vorne. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Oh. Ah, Jairzinho, das ist ein toller Pass auf Jairzinho. Im Rückraum ist CR7. Ronaldo! 0-1. CR7 trifft in der 16. Spielminute. Das ist ein toller Pass. Tolle Vorarbeit wieder von Jairzinho, der fast 80% von diesem Tor schon vorbereitet und Ronaldo braucht nur noch einschieben. So ungefähr ist es abgelaufen. So ungefähr ist es abgelaufen. Also Jairzinho ist, muss man echt sagen, der ist schon hervorragend, ne? Was der da alleine an Tempo und am Dribbling aufbaut, das hat man ja gerade schon gesehen bei diesem Treffer von CR7, wie er den Ball an, mitnimmt, dann hat er das Auge, spielt den perfekt drüber. Jairzinho, über den passiert unheimlich viel Gefährliches, genauso wie auf der anderen Seite auch über Kylian Mbappé. Auch da passiert unheimlich viel Gefährliches. Also die beiden Jungs auf den Außen, auf den beiden Außenbahnen, rechts und links zu haben, ich denke mal, das ist halt das, was diese Mannschaft hier erstmal auch so stark macht. Ne? Jairzinho und Mbappé. Ich glaube, das ist auch das, wovor so viele Leute Angst haben. Bei diesen beiden Spielern. Da seht ihr, guck mal da, kommt er noch dran. Tolle Ballannahme. Probiert dran vorbeizugehen, dann kapt er wieder. Das ist auch nicht so leicht, an denen dran vorbeizukommen. Hier gelingt es ihm nicht. Jairzinho ist wirklich schon sehr gut. Muss man schon sagen. Boah, Ronaldo. Ey. Was ist das denn für ein Pass von Maldini? Direkt in den Fuß. Mbappé. Ronaldo. Mbappé läuft schon wieder auf der linken Seite. Vorbei an Carvajal, Alonso. Ah, da sind nicht genug Mitspieler mitgekommen, Mbappé. Kann er kein anspielen. Kapten wir. Wieder Alaba ran. Und Ramos. Mbappé! Boah! Die nächste unheimlich gefährliche Szene. Cancelo. Mbappé hat Platz ganz oben, aber der steht im Abseits. Thiago, das Tor wird nicht zählen. Doch, es zählt, Thiago. 2-0. Das ist keine Abseitsposition vom Spanier. Damit hat keiner gerechnet. Für mich sah es ganz deutlich nach Abseits aus. Tor zählt. 2-0. Fabi, jetzt willkommen. David. Hallo.
Wow, also damit habe ich nicht gerechnet. Tolle Flanke von Kylian Mbappé. Und für mich war das aus dieser Position hier ein ganz klares Abseits, in dem sich Thiago dort befand. Meinetwegen, wenn er den Treffer gibt, mir soll es recht sein, wir führen mit 2:0 im ersten Qualifikationsspiel. Aber ich glaube, das wichtigere Spiel, das kommt gleich erst noch. Das ist nämlich noch nicht das Aufstiegsspiel. Toller Pass wieder auf Jairzinho. Guck mal da, wie der sich den erläuft. Und jetzt geht's ins Dribbling rein. Jairzinho. Ah. Sehr gut. 2:0 Führung. Zur Pause. Oh. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Schreibfehler drin gehabt, ne? Das ist ein guter Hinweis. Was es heißt, es geht auswärts. Gut, damit könnte ich natürlich andererseits meinen, dass ich heute nur Auswärtsspiele mache. Was ja jetzt erstmal per se auch stimmt, weil er ist heim und ich auswärts, ne? Steht er da? 0-2, ich auswärts, er heim. Aber das meinte ich eigentlich gar nicht. Da sollte eigentlich stehen, das hat sich wieder einer vertippt, ne? Es geht aufwärts. Auf. Berg rauf. Aufwärts, nicht auswärts. Sorry, Ey, nach 27 Jahren das erste Mal einen Schreibfehler gehabt. Ach du Scheiße, ne. Ja, dann geht's wohl doch nicht so aufwärts. Vielleicht geht's doch abwärts. Aber mit der Rechtschreibung. Ich möchte gleich bitte etwas sagen. Und zwar zu meinem Hals. Ja, natürlich. Ich habe meine Medikamente genommen. Es ist richtig. Ich habe die vorhin ein Antibiotikum, das sind ja Riesentabletten, weißt du, wa? Habe ich genommen und seitdem ich dieses Antibiotikum genommen habe, habe ich das Gefühl, das steckt mir noch im Hals drin. Ja, was ist da komisch? Ich habe auch schon ein Stück hinterher gegessen und getrunken und irgendwie fühlt sich das im Hals sehr komisch, als würde da sowas drin stecken. Also diese Tablette halt auch, das war nämlich vorher nicht. Oh, hoffentlich ersticke ich nicht heute Nacht an einer Tablette. Das ist nämlich auch dieser Nachteil von den ganzen Medikamenten und so. Auf einmal hast du die im Hals stecken und dann heißt es, ja, eigentlich sollen Medikamente heilen. Zack, bist du tot. Ja. Da ist Jairzinho, da ist so CR7. Kommt nicht dran. Darf man Antibiotika mörsern? Also klein machen, klein reiben? Darf man das? Weiß ich nicht. Darf man ja nicht immer zwingend bei jedem Medikament. Hat man natürlich auch irgendwo einen kleinen Verlust hat man ja auch dann, ne? Man kriegt ja nicht immer alle Krümel mit. Statt 100%, die eine Tablette hätte, sind es dann 90%, die man an Wirkstoff kriegt oder mitbekommt. Okay. Ich glaube, die Tablette Mor, es sind nur 3. Antibiotikum, was drei Tage nur einzunehmen ist. Erstmal schon mal eine komische, wahrscheinlich ist es gar kein Antibiotikum, ist wahrscheinlich was anderes. Ist wahrscheinlich Globuli und einfach nur für den Kopf irgendwas, hat der Arzt verordnet. Der hat bestimmt einfach gesagt, hier, nimm das hier, das ist wie Magnesium, da ist gar keine Wirkung drin. Einfach nur, dass der Mensch denkt, er hätte was eingenommen oder fühlt er sich auch besser. Das ist es. Morgen kriege ich die noch so hin. Ist ja nur noch ein Tag.
Ja, und da müsste ich ja prinzipiell auch am Freitag schon wieder vollständig geheilt sein. Nach diesen 3 Tagen. Davon gehe ich aus. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Oh, King Kenny. Der nächste gute Schuss. Donnarumma ist wieder da. Herr Schiedsrichter, wir wollen jetzt gleich mal wechseln. Und dann macht er so einen Fehler, dieser Paolo Maldini. Was ist das denn? Wie kann er den Ball denn so schrecklich in die Mitte spielen? Paolo Maldini mit dem katastrophalen Schnitzer. Eieieiei. Ach du meine Güte, ne. Das Ding geht absolut auf seine Kappe. 2-1, 72. Antibiotika immer bis Packungsende nehmen. Ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ich habe es aber, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich irgendwann auch mal ein Antibiotika genommen, aber logischerweise noch jünger. Und habe das mal nicht bis Packungsende genommen. Und dann wurde es tatsächlich wieder schlimmer. Weil ich nach, weiß nicht, 3-4 Tagen gedacht habe, oh, ist ja jetzt eigentlich gut, jetzt brauche ich nichts mehr einnehmen. Ha, Pustekuchen. Weil man ging es am 4. Tag wieder los, wo ich das dann einen Tag nicht eingenommen hatte. Ja. Genau so ist es. Master, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, tatsächlich. Mir geht's heute einen kleinen Ticken schon wieder besser. Das ist schön. Am 3. Tag läuft die Nase nicht mehr. Also am 1. Tag lief die rechte, das rechte Nasenloch lief nur. Da war es am 2. Tag, dass das linke Nasenloch nur lief. Das war gestern. Heute ist der 3. Tag. Heute läuft gar nichts mehr. Und morgen laufen wahrscheinlich wieder beide. Also seltener. Deutlich seltener als gestern noch. Ne? Das ist schon mal gut. Muss aber auch sagen, dass ich mich ja heute körperlich sowas von gar nicht betätigt habe. Ja, wovon, also ich habe ja jegliche Anstrengung heute wieder vermieden. Und dementsprechend kann ja die Nase auch nicht laufen, wenn man sich nicht anstrengt. Ja, ich denke mal, man hört es immer noch raus, ein bisschen. Aber es geht schon wieder bergauf. Das ist schön, da freuen wir uns. Und deswegen könnte man jetzt auch mal wieder einen kleinen Schluck Eistee mit Schuss trinken. Mmh, nee, was lecker. So, weiter geht's. Ich will ja anscheinend krank sein, wie man hört. Ja, was heißt will jetzt krank sein? Nee, das ist auch die falsche Aussage. Nee, nee, das ist falsch. Nee, das ist auch die falsche Aussage. Will ich nicht. Will das aber bis zum Ende auskurieren. Oh, Mbappé. Was der will, ist ein Tor schießen. Ronaldo! Gar kein schlechter Angriff. Ramos, gut, sehr gut verteidigt. Ach, das ist das Spiel heute. Sehr stark. Sehr gut abgefangen. Sergio Ramos, spielt den Ball auf die andere Seite. Wunderbar. Platz für Jairzinho, muss Theo Hernandez nämlich nochmal rausrücken. Jairzinho zieht dran vorbei, ganz hinten ist Mbappé. Wer ist noch mitgekommen? CR7 und Gareth Bale, aber die kriegen beide diesen Ball nicht. Nochmal Bale. Nochmal CR7, Gareth Bale. Ramos ist dazwischen. Nochmal Bale, immer noch Gareth Bale.
Gesucht, Cristiano Ronaldo gefunden, Jairzinho. Nein. Pogba, Kroos. Und das war's. Es gibt keine Torchance mehr. Ist mir aber auch recht, denn wir gewinnen dieses Spiel mit 2:1. Und holen uns den ersten Sieg in der Weekend League Quali. Frankie de Jong hat heute einen Inform bekommen. Warum? Ja, gute Frage, ne? Wahrscheinlich, weil er so gut gespielt hat mit seinem Klassiker. Gegen wen ist denn das Klassiker? Barcelona gegen Real Madrid. Ich weiß gar nicht, ob Frankie da so gut performt hat. Franck Kessier, der hat ja das Tor in der 90. gemacht. Naja. Es fühlt sich immer noch so an, als würde hier irgendwas stecken. Hätten wir doch irgendwas zu trinken hier. Zu essen, meine ich. Döner oder so. Dann würde es bestimmt weggehen. Nein, ich habe jetzt schon was gegessen. Also es hat aber nichts geholfen. So eh was Festes, dass es so mit weggedrückt wird. Scheiße. Oh, toll. Oh, schön. Spielerwahl, wow. 1 von 2 seltenen 84 plus. Wie geil ist das denn? Boah. Teller oder Fekir? 84er Inform oder ein 85er? Wer ist denn aktuell mehr wert? Das ist jetzt die Frage. Ein 84er Inform oder ein 85er normal gerateter Spieler? Okay, der kostet 15k, der Fake hier. Und Teller kostet... Teller? 13k. D7 übertreibt es. Wer ist denn D7? Ich kenne keinen D7. Nein, aber ich sage doch einfach nur, was ich hier auch wirklich fühle. Und ich merke wirklich, dass da irgendwas Komisches im Hals steckt. Kann ich ja nicht zu. Ich sag das doch nur einfach. Ich habe mir das ja nicht so da reingelegt, dass das da so hängt. Ich habe mir das da nicht reingelegt. Ich wollte das doch nicht. Bob Sinclair mit dem Lied damals zur WM, war es 2002, ich glaube ja, wo Brasilien Weltmeister geworden ist gegen den DFB, Deutschen Fußballbund, damals Oli Kahn 2002. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die WM war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Brasilien 2-2 sind sie Weltmeister geworden im Land, wo war das, Südkorea, irgendwie so, mit folgendem Lied. Love Generation. Ich müsste das mal nachschauen, zu welchem Jahr das war, zu welcher WM dieser Song aktuell war. Informationen gibt's gleich dazu. Kann auch 2006 in Deutschland gewesen sein. Wenn Männer krank sind, man hört immer nur Mimi. Okay, ich werde jetzt nichts mehr sagen. Ich werde jetzt nichts mehr sagen. Ich bin ruhig. Oh, das ist doch veröffentlicht im Oktober 2005. Also was zur Weltmeisterschaft 2006 in Germany. Da war ich dann doch schon 5. Sehr gut. Oh, ein seltener Not.
Jack. Phil. Mit einem Herzstillstand ist nicht zu spaßen und sollte man auch nicht selbst rausprojizieren. Ich liefere dich, glaube ich, mal in die Kardiologie ein. Einfach mal ein paar Tests machen. Warum nicht Virgil? Oh, Dankeschön an Bob Sinclair mit Love Generation. Ja, voll gut. So. Die SBC, da hätte ich eigentlich noch Lust drauf, die nochmal abzuschließen. Irgend so einen tollen Spieler kann man da doch bestimmt nochmal bekommen, ne? David Almeida. Okay, wir nehmen mal den hier mit, glaube ich. Packen dann noch ein paar 85 oder so rein. Austin, Texas. Austin, Texas. Austin. Okay, pass auf. Wie viel SBC-Futter haben wir denn? Kriegen wir hier eine Mannschaft, eine 85 geratete Mannschaft hin? Ist das im Bereich des Machbaren oder eher nicht? That's the question. Pellegrini. Unser David Silva, Ruben Neves, Kobel, Jesus Navas, Jonathan Tah. Okay, De Frey, Olli Baumann, ja, das ist hier natürlich alles. Wenn wir das so machen würden, wird es auch nicht passen, ne? Ich glaube, wir müssen den 88er Dings da reinpacken. Oder den 6er, ja, den 86er Almeida. Packen wir da rein. Okay, aber die SBC machen wir gleich. Ich würde gerne noch das eine Spiel machen in der Liga, wo es jetzt um relativ viel geht, nämlich um den Aufstieg. Den holen wir jetzt. Wir möchten jetzt aufsteigen in Liga 3. Jetzt. Nicht gleich, nicht morgen, jetzt. Wie ich es sonst so regelmäßig kenne, ist das erste Aufstiegsspiel, was wir haben, um in eine neue Liga zu gelangen, wird meistens versemmelt. Es geht meistens schief, das geht meistens in die Hose. Aus welchen unerklärlichen Gründen auch immer. Heute nicht. Los geht's. Zu Hause bei uns in Paderborn in der Home Deluxe Arena. Das ist schön. Heimsieg. Ronaldo kriegt den Pass dann nicht durch auf Neymar. So.
Stellt euch auf eure Position. Macht euch bereit. Wir wollen gewinnen. Vision. Jawohl. Eins. Stopp. Schreiben. Oh, das ist gut gespielt. Das ist so sauber gespielt. Und der Abschluss von CR7 ist zu schwach. Deutlich zu schwach. War richtig toll überlaufen von Jairzinho. Super Laufweg, super Pass. Und auf einmal steht halt CR7 relativ frei. Den nimmt da an. Das ist auch eigentlich in Ordnung. Verschafft sich dadurch nämlich noch ein bisschen mehr Platz. Ja. Das 100. Tor von Cristiano Ronaldo. Es muss noch ein Moment warten. Keine Gefahr für Gigi Donnarumma. Mal sehen. Oh, wer war das? Wer hat ja so unheimlich stark den Ball abgefangen? Das ist halt dann nicht das Optimale drin, ne? Jairzinho. Bonus. Kann ich machen. Da kommt Thiago, Trent, Ramos, River auf. Marcelo, Schwalbe. So, und Platz für Mbappé. Heute ist Cristiano Ronaldo. CR7 jetzt aber! Nein! Wieder Petritschek zur Stelle. Toller Abschluss, wieder eine gute Position für Cristiano Ronaldo. Das nächste Ding, was er nicht im Tor unterbekommt. Ronaldo. Chance Nummer 3. Ronaldo Neymar. Tschech ist da. Wieder gutes Gegenpressing. Ah, der Pass ist ein bisschen zu steil für Nene. Sieht bis dato gar nicht so schlecht aus. Auch was wir da vor allen Dingen offensiv spielen. Früchte tragend ist es aber auch noch nicht. Jetzt der Pass wieder auf Mbappé, Guardiol. Riecht den Braten. Ah, gut von Basti. Und wieder Guardiol. Ja, wir holen uns den Ball früh im Mittelfeld zurück. Der Pass dann von Basti wieder zu unpräzise. Das bringt dann auch keinen Ertrag ein. Gerwe. Ja, Ramos ist da. Super gemacht. Was ich an den Ederson vor allem so schätze, wenn der dann irgendwann bald mal als SBC kommt, das ist ein unheimlich gut mitspielender Torhüter. Ja. Also, der kann Pässe spielen. Man nennt ihn ja den Lionel Messi im Tor. Weil er so eine grandiose Übersicht hat, so eine tolle Ballbehandlung und die Abstöße sind so präzise. Also der kann wirklich mit dem Ball richtig gut umgehen, Ederson. Mbappé. Tolle Bewegung. Mbappé. Da hinten ist Neymar. Koulibaly schon wieder. Nächsten Ball abbringt. Und das war Dori. Gegen Anthony.
Ah, der Aufnehmer direkt durchkommt. Der hat deutlich mehr Platz dann. Nächste Ball, der abgefangen wird dann. Und jetzt ist viel zu viel Platz. Boah, ganz stark. Ganz stark von Maldini. Der spielt super mit. Genauso soll es sein. So. Ganz oben ist Platz. Boah, wieder mit dem Fallrückzieher. Jairzinho. Ja, es ist ein Brasilianer. Der hat irgendwo den schönen Fußball, den hat er im Blut. Aber irgendwo muss es halt auch effektiv sein. Heißt nicht, dass er den mit dem Kopf wahrscheinlich gefährlich aufs Tor gebracht hätte. Weiß man nicht. Halbzeitpause 0:0. Da muss ich noch was tun. Das reicht uns nicht. Ein Unentschieden. Wir wollen aufsteigen. Das ist zu wenig. Das reicht uns nicht. Wir brauchen einen Sieg. Vor allen Dingen, weil wir halt auch diesen Mal 2 Multiplikator haben. Aktuell ist das halt so wichtig, weil jetzt können wir gewinnen und mit diesem einen Spiel aufsteigen. Wenn wir jetzt einen Unentschieden wieder haben, okay, dann verlieren wir zwar auf dieser Leiter keinen Punkt nach unten, müssen aber trotzdem 2 Siege dann wiederholen, weil wir den Multiplikator, den Boost, mal 2 Boost verloren hätten. Also entweder, wenn hier kein Sieg zustande kommt, womöglich noch eine Niederlage, dann ist halt Hoffnung mal verloren. Für immer. Oder nur für heute. Für immer, ne? Richtig. Halbzeit 2. Halbzeit 2 ohne Wechsel mit Basti, Thiago und Co. Macht Neymar Junior. So, Thiago mit dem Ball. Da ist Neymar. Ein Wurf für uns. Ja, sehr schnell ausgeführt. Wollten wir nicht gar nicht so fix durchführen hier. Trotzdem bekommen wir die Chance über Jairzinho. Und Ronaldo, jetzt gibt's Platz und der nächste Schuss wieder zu zentral auf Petritschig. Also CR7, das 100. Tor, er will es irgendwie hier noch nicht machen heute. Er stellt sich an. Guter Pass. Links raus auf Mbappé. Guardiol fängt den nächsten Ball schon wieder ab. Donnarumma. Wieder Platz für Jairzinho, kann den nicht nutzen gegen Mendes. Und dann gibt es auch noch den Ivo für den Gegner. Jairzinho als letzter am Ball. Thiago hat ein bisschen mehr geackert und gekämpft. Wir bringen Toni Kroos. Schweini bleibt noch einen Moment auf dem Platz. Die Mittelfeldachse von 2014, Kroos und Schweinsteiger, wird aufgestellt. Komm, wir sehen ihn. Basti bleibt dran, Ramos holt sich immer. Wunderbar. Neymar. Marquisio wieder.
Wow. Ey, Jungs, was ist denn jetzt hier los? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Weg damit. Ødegaard. Und da ist Platz. Und da kommt der Schuss. Gott sei Dank vom Innenverteidiger. Koulibaly. Wo ist Mbappé? Wo sind die Leute, die sich da vorne anbieten und mitlaufen und mitmachen? Wo sind die? Ey. Mbappé, so, Platz für Kylian. Muss abdrehen, Pulisic gibt die Ecke. Ausführung von Toni Kroos. Der kann ecken und Ronaldo, der kann die verwerten, der kommt nur nicht dran. Zu hoch. Abseits. Das ist kein Ball für Neymar. Nie im Leben erreichen. Ah, meine Güte, Neymar. Wieder wechseln. Groß holt sich den Ball. Der nächste Pass auf CR7, der nicht ankommt. Ronaldo. Und jetzt wird was gepfiffen? Der Freistoß. Für mich, für den Gegner. Was gibt's jetzt hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Gareth Bale eingewechselt wird. Basti verlässt ebenfalls den Platz. Ronaldo bleibt drauf. Jairzinho auch. Paul Pogba und Gareth Bale betreten den Platz. Es gibt den Stürmerfoul. Pulisic. Ja, hat auf einmal viel Platz. Jonathan David. Und da ist das lange Bein von Maldini und es gibt den Elfmeter in der 75. Spielminute. Donnarumma. Hält ihn! Donnarumma hält die Null fest! Also diese Jungs da hinten, die sind kaum zu überlisten. Guardiol und ach, der andere Mann. Koulibaly. Mbappé hat bis dato sein Tempo noch nicht wirklich ausspielen können. Vielleicht jetzt Mbappé, das ist ein tolles Dribbling. Mbappé, und wann kommt der Pass rüber auf Ronaldo? Nach 82 Minuten bleibt das weiterhin sehr, sehr mau, was CR7, Mbappé und Co. da vorne anbieten. Die nächste Chance, der nächste Pass, Jordan David. Und jetzt gibt es die Riesengelegenheit. Und wieder ist Donnarumma da. Pass auf Jairzinho. Oh, in der Mitte hätte Bale Platz gehabt. Nochmal rüber, Bale. Ronaldo, das ist abseits. Mann! Ey, es geht hier doch um den Aufstieg. Wie kann man eine so schwache Leistung in der Offensive zeigen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, seit 87 Minuten. Warum spielt man hier so? Gibt's noch den Lucky Punch? Ich glaube, dass der Pass durchkommt. Bale. Der kommt nicht an. Der kommt nicht an bei Mbappé. Nimm die schnellsten Spieler hier auf dem Platz. Aber der kommt an. Groß. Der letzte Angriff. Über Mbappé. Der letzte Angriff über Mbappé. Der überläuft nochmal. Trippier. Nur der Pass kommt wieder nicht an bei Cristiano Ronaldo. Das wird's gewesen sein. Das Spiel endet torlos mit einem Unentschieden. 0:0. Aufstieg verpasst.
Wir müssen nachsitzen, denn wir müssen jetzt 2 weitere Siege holen, um aufzusteigen. Was eine Katastrophe. Was eine Katastrophe. Es gab ja Chancen von CR7. Sein 100. Tor, es blieb aus. Er hatte Chancen, er hatte Schüsse. Das war nur alles nichts Zahlreiches. Das hat alles nichts gebracht. Diese ganzen Schüsse aufs Tor. Juice WRLD mit Face to Face. Ich werde jetzt erst mit sehr fließen. Dann müssen wir noch ein Spiel machen. Ganz einfach. Wenn ich will, der hat schon, ne? Oh, bei mir? Yeah! Every time I go to fall asleep, these demons haunting me. Face my fears, face to face as we meet. Evil is grabbing me, losing my gravity. My mind's a bloody scene, detached from reality. I don't wanna implode. I don't wanna. It's the end of the summer, it's starting to get cold. If I knew all along the minus touch would expose all my wrongs, turn them to gold. The ship gon' sink, can't sail no more. I lost my seat when I sold my soul. I lost my seat, what do I stand for? The monsters of the deep, they take control. No matter where I go, face to face. Dankeschön an Juice WRLD. Gut, das senden wir mal so ab. Was heißt denn okay? Okay? Okay, darf ich noch ein Spiel machen? Okay, ich darf noch ein Spiel machen. Das ist unheimlich nett, danke dir. Danke, Juice WRLD. Ja, ist ja ein guter Künstler, dementsprechend können wir eigentlich noch ein Lied hören, ne? Cigarettes. Wer ist das? Mitrovic. Ich dachte gerade Vlahovic. Nicht verguckt. Welches Lied soll ich spielen? Ich habe ja, klar, ich kann gerne, also wenn ich jetzt gestern irgendwie vergessen habe, ich kann gerne das auch nachholen. Ich habe ja Zugriff auf jegliche Lieder, die so in der Welt kursieren. Man muss aber nur einen Wunsch äußern und dann wird der in Maisfeld natürlich auch erfüllt. Haben wir alles? Ja, hab alles da. Haben wir das da? Haben wir alles? Wir haben alles da. Ja, wir haben alles da. Was wollten wir denn jetzt machen? Welche SBC? Das hier, ne? Das, ja, genau. In other words, yeah, she changed my life. Open up like a
I'ma meet you back at the chorus. BS. Baby girl, you so luxurious. Cancer in the chest, like cardiac arrest. I've been feeling stressed, trying to find ways to impress her. Showing her that I love her, trying to show her her effort. Gotta keep it together. I don't wanna be lonely no more. I don't wanna be lonely no more. She picks my heart off of the floor. Okay, it's like this. Ach ja, das ist witzig. Für 80er, bitte. Kayla, da was. 88, auch gut. Oh, und Zürich. Be lonely no more. She picks my heart off of the floor. I'm addicted, yeah, I need me some more. I don't wanna be lonely no more. Hey, Juice WRLD. Super gesungen. Wie hieß das Lied? Cigarettes. Sollte man übrigens aus gesundheitlichen Gründen sein lassen. Smoke Cigarettes, auch wenn Juice WRLD dazu auffordert, sollte man es dennoch sein lassen, Zigaretten zu rauchen. Könnte gesundheitsschädlich sein. Warum freue ich mich da so? Ich finde einfach gewisse Sachen witzig, wie zum Beispiel das Lied. Das fand ich sehr witzig und dementsprechend musste ich jetzt auch gerade einfach mal lachen. Ich fand das Lied witzig und ich musste lachen. Nein, pass auf, ich finde es einfach nur witzig. Ich habe nichts mehr zu trinken. Könnte ich bitte noch was bekommen? Schade, dass wir echt den 88er Jonathan David hier abgeben müssen. Aber gut, für ein 85er Team, na komm, hau mal weg. Schauen wir mal, was wir daraus bekommen aus diesem Kampagnen-Spielerwahl-Set. Danach, wie gesagt, ich muss noch ein Spiel, also zwei eigentlich gewinnen. Eins machen wir jetzt gleich und das andere dann irgendwann werde ich für mich privat gestalten. Positiv, hoffentlich auch, das Spiel. Schade, dass wir echt mit ganz doof und ganz unnötig mit dieser Nullnummer jetzt gerade nicht aufgestiegen sind. Das hat wirklich wenig Sinn gemacht. Aber gut. So. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder einen drüber gekriegt, weil ich doch bitte ein Lied spielen sollte. Mich jetzt natürlich nicht mehr genau erinnere, beziehungsweise ich erinnere mich sogar sehr genau daran. Die Aussage war nämlich gestern, ob ich ein Lied von Tilo, dem absoluten Upcoming Star in der Deutschrap-Szene, ob man da nicht noch ein Lied hören könnte. Ja, das geht. Das Problem ist nur, ich weiß ja jetzt gar nicht, welches. Der hat ja nicht nur eins. Der hat ja mehrere Lieder und ein genauer Titel ist nämlich gestern nicht gefallen. Um das nochmal ganz genau nachgucken zu können, kann ich ja gerne in den Verlauf des gestrigen Abends nochmal reinschauen. Dort sehe ich dann auch, ob dort ein genauer Titel geschrieben wurde. Zack, zack, zack. Und das kann ich verneinen, denn es wurde kein genauer Titel genannt. Vielleicht kriegen wir das ja noch raus. Ich habe mehrere Lieder von Tilo. Pass auf, ich lese einfach mal alle vor, die wir hier mit dabei haben. Wir haben von, wo ist denn jetzt die Playlist? Oh, wir haben die Play, dachte ich, da ist sie noch. Wir haben einmal Sehnsucht, We Made It, Crashen, Ordentlich, Paranoid, Stolz, Addicted, Red Wine, Kompliziert, Airbnb, Come on, my lady, ist übrigens der Beat von Butterfly. Das Lied des Beats ist von Butterfly.
Luxusleben, zufällig Cold Dreams, Say I Love It, entweder North Face. North Face, lang nicht mehr gehört, machen wir jetzt an, ey. Verliebt nur in Trost, Wake Up Call und Cartier. Gibt's halt viel zur Auswahl. Kann man sich immer schlecht entscheiden. Kalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip and steal a shine, ja. North Face war mein Herz eiskalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip and steal a shine. Ich werd verrückt, doch dafür reich. North Face war mein Herz eiskalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip and steal a shine. Ich werd verrückt, doch dafür reich. Haare lang, Money länger, du Bitch. Schwarz, aber das Uri Geller, ich bin's. Kap voll matt, das dirty, das shit. Hörst du Alarm, 3 Uhr nachts, Glas bricht, ey. Wir wollen nur Money, also kein Gelaber. Bau ein Joint, Bre, bau ein Barber. Ich bin mit Jungs und die Jungs sind Startler. Sie ist am Wein, weil Tilo nicht da war. Ja, ich hab 1,5 Jahre im Benno getrappt. Doch jetzt mach ich Cash. Jetzt will ich weg. Weg aus dem Dreck. Keine Ratten mehr sehen. Ich will leben wie ein Star. Alles andere kein Leben. North Face war mein Herz eiskalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip pants, lila Schein. Ich werd verrückt, doch dafür reich. North Face war mein Herz eiskalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip pants, lila Schein. Ich werd verrückt, doch dafür reich. Activism, Styrofoam, macht Brudi, red kein Scheiße. Thomas Brauner, Saft, ich kipp ihn rein in meine Sprite. Meine Freunde machen Deals, ja, und werden reich, ja. Ja, hier wird geteilt, ja. Ja, Materialismus ist eklig. Doch Palm Angels ist gut, ja, ja, bequem, Bitch, ja. Viele reden viel, ich versteh nichts. Weil das, was die rappen, machen die alle ähnlich. Too many cap in this game, ho. Too many lames in this game, ho. Mir ist warm durch die Warp, durch die North Face. Oh. North Face war mein Herz eiskalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip and lila Schein. Ich werd verrückt, doch dafür reich. North Face war mein Herz eiskalt. Dein Kuss swag, mein Kuss, das knallt. Crazy drip and lila Schein. Ich werd verrückt, doch dafür reich. Dankeschön an Tilo mit North Face. North Face ist ja übrigens nicht nur ein Lied von dem kleinen Tilo, sondern auch eine Marke, zum Beispiel von Jacken. Ganz tolle, bequeme Jacken. Super auch für winterliche, kalte, verschneite Tage. Frei nach dem Sprichwort, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das ist das Thema North Face. Gut, ich muss mal eben noch ein paar Spieler kaufen, denn das passt hier von dem Rating her. Das gefällt mir auch alles hier nicht. Das passt nicht und gefällt mir nicht und ist alles irgendwie scheiße. Den würde ich da gerne irgendwie raus haben. Wir machen das jetzt mal anders. Ich kaufe mir irgendwie Ilkay Gündogan oder so. Einen einzigen, 85er, dass es halt passt. Mit dieser Mannschaft, da brauchen wir die ganzen anderen Jungs dann nicht alle auch noch rauswerfen. Reicht halt nicht, ne, mit ihm. 86er, wen haben wir da? 86er einfach, weiß ich nicht. Thomas Müller, was kostet der? Tommy, 87er. Vielleicht reicht das ja auch mit Thomas Müller. Reicht. Ich brauche aber einen 86er. Skriniar, Milan Skriniar. Skriniar, der übrigens bald nicht bei Milan spielt. Nein. Der spielt bald in Paris. Und am Eiffelturm. Und auch das reicht nicht. Verdammte Scheiße. Ja, dann kaufen wir mal Thomas Müller. Komm, ist jetzt auch egal. Für dieses Set kaufen wir uns mal Thomas Müller. Ich denke mal, die Investition wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir kriegen bestimmt was Gutes dabei raus. Oder? Ich hatte heute Nachmittag ein Lied im Kopf, was ich hören wollte, ist aber vergessen habe.
Ich würde das gerne jetzt nachholen. Peter Fox, Peter. Fox, Peter mit Zukunft Pink. So teuer, Thomas? Na. Habe Hunger. Schlecht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, mir ist in den letzten Tagen das Hungergefühl nahezu unterdrückt worden. Von was auch immer. Ist halt doof, ne? Kleiner Tipp. Nee. Ich hab doch keinen Tipp. Naja, 1, 2, 3, Road to the Final, Future Star oder Centurion, Spielerwahl. Oh, Trent. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh! Das ist richtig gut! Wir nehmen natürlich Trent Alexander-Arnold mit, weil ich hab den zwar schon, aber tradable, ich kann ihn verkaufen. 260.000 kommen zurück in den Verein und Trent Alexander-Arnold untauschbar in den Verein. Danke, Peter! Fox. Oh, das ist top. Ja, endlich mal was Sinnvolles, was Gutes gezogen. Ja, ja. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. Scheiß kalt und Arsch weit weg. Hab Brandenburg entdeckt. Bianchi Bikes, Future Flex. Alles wird super geil, Basta. Frische Musik, frische Wasser. Sehr gut. Alle sind cool mit den Nachbarn. Text me now, I'm a rich motherfucker. Do it yourself, Bauhaus. Keiner braucht bissige Bauhaus. Vieh bauen lassen die Sau raus. Gib billige Buden in Downtown. Ich mal Smileys auf den Weg. Denn ich mag, was ich seh. Der Himmel ist immer noch blau. Meine süßen Future is now. Alle mein Schwarz. Trend! Pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Super. Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding, aber such keinen Sinn. Und was nicht da ist, musst du abfinden. Oh ja, ich seh die Zukunft pink, wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Winch Pink Mirror und dazu ein Drink. Eis und Pink Grapefruit und Gin. Weil dir die Zukunft sind, seh ich die Zukunft pink. Ja, ja. Matt schwarz, ich seh die Zukunft pink und wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind, ey, denn ich seh die Zukunft pink, yeah. Dazu ein Drink, yeah. Ice, pink, red, food und Gin. Ice, pink, red, food und Gin. Weil wir die Zukunft sind, seh ich die Zukunft pink, na, na, na. Dankeschön an Peter Fox, Zukunft Pink. Ey, das hat jetzt so sensationell gut gepasst, ne? Mit dem Trent Alexander-Arnold, den ich tatsächlich einfach so in diesem, wie hieß das Ding jetzt? Kampagnen-Spielerwahl, was weiß ich was, ist mir auch egal. 250.000, die holen wir uns zurück durch den Trent, den wir ja gekauft haben und jetzt verkaufen können. Wir haben ja die untauschbare Variante im Verein. Passt sich sehr gut. Dann können wir dieses Geld, diese 250.000 jetzt ins Mittelfeld investieren. Wenn wir dazu noch irgendwen anders verkaufen, könnten wir ja machen. Vielleicht ein Touré oder was. Was weiß ich, irgendwen Tolles mal ins Mittelfeld reinpacken. Ja, 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 Touré. Warum nicht? Nächstes Spiel in der Liga. Gegen folgende Mannschaft. Bin gespannt, wie es ausgeht. Vorhin war es eine Nullnummer. Ist übrigens auch das letzte Spiel für heute. Schweini, ich weiß halt nicht, wer ist denn so der
kongeniale, wer kann denn zum Beispiel so der kongeniale Partner von einem Bastian Schweinsteiger sein im Mittelfeld? Wer ist denn das? Wer kann denn sowas mal machen? Ist das Touré? Erste Chance, Jairzinho! Und Edwin van der Sar, der Holländer im Tor, macht eine Juppe-Shop in die dritte Spielminute. Das Problem ist, dass dieser Edwin van der Sar ein super Torhüter ist, der keine Bälle aus dem Tor rausklatscht. Oh, das wird schwierig gegen die zu treffen. Erste Chance, Ginola, und wieder ist Donnarumma zur Stelle. Also, was der heute mit den Füßen macht, ist auch richtig gut, oder? Start von Kylian. Das kommt nicht an bei dem. Da ist Yaya. Guter Querpass wieder auf Mbappé. An Zambrotta schon dran vorbei. Mbappé hat Platz, hat den Schuss. Und van der Sar in der 10. Minute wieder zur Stelle. Ecke, Thiago, hinten ist Cristiano Ronaldo, der kommt nicht dran. Zweiter Ball Neymar. Lucio klärt. Jetzt läuft meine Nase. Oh, übers Dach. Maldini. Oh, ja, Touré. Hilfe. So, Neymar auf Mbappé. Wieder Fehlplatz. Kylian Mbappé. Nochmal ein Schlenker. Macht das super. Und der Abschluss rein ins Tor zum 1:0. Das war ein sensationeller Abschluss schon wieder von Mbappé. Cristiano kommt nicht dran. Boah. Also Fofana und Touré ist halt eine relativ unbewegliche, aber sehr physisch starke Doppel-6. Ich weiß aber nicht, ob das bei ihm so richtig die Lösung ist. Ronaldo. Ja, genau da soll er hin. Toller Pass auf CR7. CR7 dreht nochmal ab, so wie man es kennt. Wartet auf Mbappé, findet ihn auch. Und der nächste Eckball. Thiago lässt sich ein bisschen Zeit. Muss auch sein. Wieder raus auf Thiago. Oh. Schade. Thiago ist auch schon ein cooler Typ da. Auf der 6. Der macht schon wirklich gute Sachen. Und jetzt Trent. Der lässt sich überlaufen. Von Kylian Mbappé. Trent Alexander-Arnold. Der kommt nicht mehr hinterher. Alexander-Arnold und Ramos ist da. Im ersten Versuch zumindest. Trent bleibt dran. Ramos kommt dazu. Ecke. Hm. 32. Minute. Und Lucio kommt schon wieder so frei zum Kopfball. Donnarumma ist erneut da. Der macht einen guten Job, der Gigi.
Das will ich ihm jetzt nicht abschreiben. Aber so frei darf er da auch nicht zu Kopf bekommen. Abgefälscht. Nein. Okay. Dann halt Abstoß. Habe ich anders gesehen, aber was sollen wir machen? Das ist jetzt unser, genau. Mbappé. Oh, zum Rotta. Macht das super. Ramos. So, und Neymar. Ab geht's. In die andere Richtung. Neymar gegen Maldini. Immer noch Neymar am Ball. Sucht Mbappé, findet die nicht. Schweini. Und Fofana wieder dran. Es hat ein bisschen zu lange gedauert. Neymar, wie gesagt, der hat halt nicht mehr so ganz das Tempo, wie er es vielleicht noch vor 2-3 Jahren hatte. Freistoßchance jetzt für CR7. Okay. Wir probieren es mal mit dem Flatterball. Boah, unheimlich weit aufgeladen. CR7! Sehr zentral kommt er dann noch. Thiago. Ja. Und das macht Alexis Sanchez dann natürlich sehr abgeklärt. 45. Minute 1:1. Da gab es vorher den Fehler, dass der Ball so überhaupt durchkommen kann. Sehr schlechter Zeitpunkt, um den Tor zu kassieren. Aber wir bekommen es. Die Pause und Unentschieden. Bin sofort da. Wir spielen doch die zweite Halbzeit zu Ende. Und dann sind wir durch hier. Aber ich muss halt das Spiel jetzt hier noch, die 45 Minuten noch zu Ende spielen. Ganz dringend. Können wir diese schreckliche Musik alle mal pausieren hier? Gottchen, wer denkt sich denn sowas aus? Ja, es dauert natürlich keine 45 Minuten ein, aber im Spiel sind es halt 45 Minuten. Das sind so um die 10 Minuten, die diese Partie jetzt hier noch dauern wird. Nicht ganz. Ja, das ist Ronaldo! Was ist denn los mit CR7? Nochmal Mbappé! Oh Mann, ey. Was ist los mit Cristiano Ronaldo? Er hat heute Chancen auf seinem rechten Schlappen. Die allesamt genutzt. So, Neymar. Noch Mbappé. Oh, jetzt schon durchgesehen. CR7. Ey, Basti! Meine Güte, nee. Das ist das nächste Tor. 2-1 und es zählt keine Abseitsposition von Alexis. Einfach mal draufkühlen und auf gut Glück hoffen, dass da noch einer steht zum Abpraller. Und genauso ist es. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich.
Wir haben da vorne Chancen, ne? Die so dermaßen fahrlässig liegen gelassen werden. Und dann bekommst du hinten solche Gurken da rein. Aber auch hier wieder, ne? Dass Ginola da so frei steht, das kannst du keinem erzählen. Pass auf, Jairzinho, der hat wieder ein bisschen Platz gegen Cap de Villa. Wo ist CR7? Da hinten ist er doch. CR7! Ey! 1,87! Einer der besten Kopfballspieler der Welt, Cristiano Ronaldo. Warum kommt er an so einen verdammten Ball nicht ran, wenn er Zambrotta als Gegenspieler hat? Alexis Sanchez. Basti. Na, wieder Van der Sar. Oh! Thiago. Und Ronaldo. Ja. Bei mir schläft hier auch was. Und zwar die Abwehr. Die Abwehr schläft. Und wie? Die Abwehr ist auch am Pennen. Sieht man ja. Die Abwehr ist auch am Pennen. Wahrscheinlich ist es für die auch schon wieder zu spät. Oh, jetzt gibt's ja wieder. Also ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Nein. Ginola gegen Donnarumma. Und schon wieder gehalten, Gianluigi Donnarumma. Das ist der zweite Elfmeter am heutigen Abend, den er hält. Aber was wir da hinten für Chancen zulassen und wie wir den Gegner ins Spiel da reinbringen, das ist eine Katastrophe, ey. Boah. Guter Pass auf Ginola. Ganz oben ist Neymar. Die Flanken waren noch mal besser. Mal wechseln, Schiedsrichter. Nochmal Mbappé. Na komm! Wieder Edwin van der Sar. Ronaldo hat Platz. Na komm, CR7. CR7 gegen Lucio. Ronaldo! Wieder zu unpräzise. 83. Spielminute. Bale kommt rein, Pogba kommt rein, Kroos kommt rein. Das Spiel gefällt mir nicht. Das Spiel gefällt mir ganz und gar nicht. Das Spiel gefällt mir überhaupt nicht. Aus. Oh. Ist der auch hier? Ich glaub's wohl eher nicht, ne? Hier gibt's einen Lars. Wieder Ronaldo. Ronaldo. Wieder Lucio. Das gibt es doch nicht. Dass wir das Spiel jetzt hier scheinbar verlieren mit einem 2-1. Oh
Und so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Zwei Minuten oben drauf. Der Gegner spielt jetzt auf Zeit. Natürlich dreht er an der Uhr. Ich fass es nicht. Also zwei Spiele, die überhaupt nicht ergebnistechnisch nach meinem Geschmack liefen. Mit diesem Unentschieden. Diese Niederlage. Was ist mit Ronaldo los? Der hat heute nicht ein Tor gemacht. Der steht da vorne, schießt aufs Tor, trifft aber nicht. Die ganze Zeit nicht. Ich raff's nicht. 1, 2, 3. Drei Siege bräuchten wir, um aufzusteigen. Das schaffe ich bis morgen nicht mehr. Gehe ich stark davon aus. Das heißt, wir haben ein Problem. Wieder Division 4 Rewards. Immerhin hat sich Mr. Trent Alexander-Arnold verkauft. Guck mal hier, was Thiago kostet. Ob wir uns den Yaya überhaupt leisten könnten. Thiago 190, Touré kostet. Könnte passen, ne? Könnte nicht nur. Nee, passt sogar. Nein, passt. Passt sogar, passt. Okay. Ich mache mir mal Gedanken über neue Verpflichtungen. Morgen gibt es dann Rewards. Vielleicht schaffe ich noch irgendwie es aufzusteigen. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Wer weiß. Heute machen wir Schluss. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Morgen ab 10 sehen wir uns wieder. Mit den Belohnungen, die wir uns jetzt hier unter der Woche erspielt haben. Und vielleicht mit neuen Gesichtern. Ein neues Gesicht, mehrere neue Gesichter mit einer ganz neuen Mannschaft. Wer weiß, keine Ahnung. Ruhig und gute Nacht. Gerne bis morgen Abend ab 10. Ciao, tschüss. Bis dann. Wir sehen uns.